when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Hi Leute, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Ich habe eine kurze Anmerkung für euch heute. Was bedeutet rationales Denken? Habt ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht? Was meint ihr, was damit gemeint ist, rational zu denken? Oder beziehungsweise warum das immer als so wichtig betont wird? Ja, wir müssen ja rational denken. Nur wenn wir rational denken, liegen wir richtig. Und wenn wir irrational denken, dann kriegen wir ein Problem. Oder beziehungsweise wir müssen quasi in Rationen denken. Ja, und beim Thema Rationalisierung, rational denken, ja, ist mir eingefallen, dass ja meine Oma mir erzählt hat, wie das früher nach dem Zweiten Weltkrieg war, eben, dass die Menschen damals eben in Rationen das Essen bekommen haben, also was weiß ich, eine Scheibe Brot und ein Mini-Stückchen Butter pro Tag. Und wenn man Glück hatte, mal ein bisschen Marmelade oder sowas. Und dass es halt alles rationiert wurde. Und da ist mir klar geworden, dass es einfach auch wieder so ein Sprachimplantat ist, das sich tief in unsere Gesellschaft eingefressen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, rational zu denken. Rational denken ist nicht logisch denken. Beziehungsweise logisch denken kann auch auf mehrere Arten und Weisen betrachtet werden. Aber rational denken ist Mangeldenken. Und das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, weil wir denken automatisch, dass alles immer nur mangelhaft vorhanden ist. Aber es stimmt nicht. Wenn jemand schon mal selber Gemüse angebaut hat und ein bisschen Erfahrung darin hat, weiß er, man hat oft mehr, als man überhaupt zum Leben braucht. Und das geht ganz schnell. Und dann muss man irgendwie was verschenken oder verkaufen, weil es eben zu viel wird. Vorausgesetzt, dass man schon so ein bisschen weiß, wie das geht und das gut funktioniert. Bei mir hat es letztes Jahr noch nicht so gut funktioniert, aber ich werde es dieses Jahr nochmal probieren und es wird vielleicht auch besser werden. Ja, muss wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr investieren, ne? Zeit und Geld. Naja, so ist das halt am Anfang. Naja, auf jeden Fall möchte ich euch alle darauf aufmerksam machen, lasst euch nicht in rationales Denken hineinziehen, versucht lieber mit dem Herzen und mit eurer Intuition weiterzukommen und denkt positiv, weil nur so können wir die Kraft aufbringen, die wir brauchen, um auch Dinge zu schaffen, die unser rationaler Verstand, unser rationierter, im Mangeldenken gefangener Verstand als unmöglich oder als schwierig betrachtet. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche, beziehungsweise eine wunderbare Mitte der Woche. Bis bald. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. You are one.